Guten Tag, ganz herzlich willkommen in der Baumusterzentrale. Wir mussten alle ein halbes Jahr lang fasten, aber heute gibt es zum Glück endlich wieder einen Brownbag Lunch. Bevor wir dann die Sandwich am Ende der Vorträge verteilen, gibt es zuerst die geistige Nahrung und die wird uns heute geliefert von der Firma Eternit und vom Architekturbüro Lokal Architektur. Christine Dietrich, sie ist Architektin und sie arbeitet im Architekturmanagement, Architekturvermittlung von der Firma Eternit und sie wird uns in einem ersten Vortrag über die Geschichte von Well Eternit erzählen, aber auch, wohin die Reise gehen wird mit diesem Material, mit diesem Produkt, das man sicher zu guter Recht als einen absoluten Klassiker der Baumaterialien bezeichnen darf. Danach haben wir Patrick Kretschel eingeladen von Lokal Architektur, ein Büro aus Lausanne mit einer Zweigniederlassung in Zürich. Lokal Architektur hat schon zwei Projekte realisiert, wo sie Well Eternit eingesetzt haben. Ein Haus in Rovera bei Lausanne, das wird uns Patrick Kretschel zuerst vorstellen. Und dann natürlich die große Überbauung auf dem Zwicky-Areal in Dübendorf, wo eben das auch auf dem Titelbild von dieser Veranstaltung abgebildet ist. Wieso und weshalb Sie auf Well Eternit gesetzt haben, das hat ganz viele Gründe und das wird Ihnen dann Patrick Kretschel im zweiten Teil des heutigen Anlasses erzählen. Und ich darf an dieser Stelle das Wort schon an Christine Dietrich übergeben. Ja. Ganz herzlich willkommen, auch in meinem Namen. Ich freue mich, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Ich will mal anfangen mit diesem Bild. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, wer das ist. Das ist Dick Fosbury, der 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexiko als erster oder als erster diese Technik anwandt und damit am höchsten sprang als jemals einer vor ihm. Einfach indem er die Richtung gewechselt hat, indem er sich mit dem Rücken zur Stange gedreht hat und nicht wie bis anhin üblich vorwärts die Rolle gemacht hat, indem er einfach das Gegenteil gemacht hat von dem, was alle vor ihm gemacht haben. Und ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, warum ich mit diesem Bild anfange. Für mich steht dieses Bild eigentlich sinnbildlich für Eternit und die Welle. Auch Eternit hat sich immer wieder neu erfunden, einen neuen Perspektivwechsel vollzogen, es ist in einen neuen Kontext gestellt worden und immer wieder neu durch euch gedacht worden. Jetzt will ich aber mal von vorne anfangen. Bei seiner Markteinführung 1904 ist Eternit und die Welle erstmal als hauptsächlich substituierendes Material eingesetzt worden, eben bei untergeordneten Bauteilen oder Bauten wie landwirtschaftliche Bauten oder Industriehallen. Und das war eigentlich, also es ist nicht wegen seiner Ästhetik eingesetzt worden, sondern weil es einfach ein kostengünstiges, ökonomisches Material war. Es sollte sich dann aber relativ schnell ändern. 1920, als das neue Bauen eingesetzt hat, wurde Eternit aufgrund seiner, dort hat man verzichtet auf historisierende Rückgriffe und Ornamentalik, sondern da standen vielmehr Rationalisierung, Typisierung und Einsatz neuer Materialien im Vordergrund. Ich meine, ich glaube, das brauche ich nicht weiter zu erklären, das kennt, glaube ich, jeder, die Fagus-Werke von Walter Gropius, aber auch bis hin zu Wohngebäuden hat sich eben dieses neue Bauen durchgesetzt. Getreu nach dem Motto,
jedes Material ist nur das wert, was man aus ihm zu machen versteht. Und so wurde denn auch Eternit von den jungen, der Tradition weniger verpflichtenden Architekten mit Begeisterung aufgenommen. Denn der eigene Charakter von Faserzement als eines der ersten industriell gefertigten, standardisierten, aber vielfältig verwendbaren Materialien mit einer eigenen charakteristischen Oberflächenstruktur erfüllte den Hang zur Abstraktion und damit die Kriterien zum neuen Bauen aufs Beste. Ich habe hier mal ein paar Beispiele mitgebracht. Das sind die Doldertalhäuser von Marcel Breuer zusammen mit Emil und Alfred Roth hier in Zürich 1932, die mit Eternit gemacht wurden. Dann auch von Marcel Breuer das Ladenlokal von Wohnbedarf in Basel. Und vielleicht hat auch eben dieses, dort wirkt ja Eternit fast vorhangartig Falten, also ja wie so ein Vorhang mit seinen Falten. Und vielleicht hat das auch dazu angeregt, dass Eternit auch in der Ausstellungsarchitektur eine große Rolle gespielt hat in den 30er Jahren. Das ist der Schweizer Pavillon bei der Weltausstellung in Paris. Und zwei Jahre später ist Eternit auch bei der Landi eingesetzt worden. Ich habe da auch mal was mitgebracht, so einen alten Prospekt aus der Zeit, wo Eternit an 50 Pavillons bei der Landi verwendet worden ist. Das zieht sich dann weiter bei der Safa. 1958 wurde Eternit auch vielfältig eingesetzt. Und vielleicht haben diese Ausstellungsbauten und sicherlich auch das Standardwerk von Ernst Neufert, Well-Eternit-Handbuch, dazu beigetragen, dass sich die Welle auch in anderen Bereichen durchgesetzt hat. Ich habe hier mal ein paar Beispiele mitgebracht. Natürlich wurde die Wellplatte an den eigenen Eternit-Gebäuden sehr ausgiebig eingesetzt. Das ist unser Verwaltungsgebäude in Niederurnen, das eigentlich noch genau so heute auch aussieht. Da sieht man auch nochmal schön, das ist das gleiche Gebäude wie diese schürzenartigen Fassadenkonstruktion wirkt mit der Welle. Es wurde auch innen eingesetzt. Da ist die Welle eben auch in diesen abgehängten Decken. Also da drunter finden die ganzen Kabel und so statt. Das ist das Werk in Payern, was heute auch noch so dasteht. Das ist das Eternit-Verkaufsbüro in Zürich. Aber auch eben nicht nur bei den eigenen Gebäuden, sondern auch sonst konnte sich das in der Architektur sehr gut durchsetzen. Das ist das CERN in Genf. Hier auch sehr schön die Gummibandweberei in Gossau. Oder die heute ABB, damals BBC, ein Fabrikgebäude von denen hier. Aber es wurde eben nicht nur in Industriebauten eingesetzt, sondern auch im Wohnungsbau. Und auch international, das ist jetzt ein Beispiel von Egon Eiermann, was leider nicht mehr steht, das wurde abgerissen in den 90er Jahren. Oder auch von Egon Eiermann sein eigenes Wohnhaus, Baden-Baden. Hier ist noch ein Beispiel aus Deutschland, von Paul Baumgarten, das Gästehaus von Eternit oder eben von Ernst Neufert, der auch das Buch hier herausgegeben hat. Und ich glaube, das muss ich ja auch keinem hier vorstellen, der ja auch Autor ist von der Bauentwurfslehre, was wahrscheinlich dem einen oder anderen hier bekannt sein dürfte. Genau, und Eternit hat natürlich wie viele neuere, modernere Materialien auch Krisen erlebt. In den 70er Jahren wurde die Kritik an dem Bauwirtschaftsfunktionalismus immer lauter. Dann kam die Ölkrise hinzu und natürlich auch die Asbestdiskussion. Und man muss eigentlich sagen, dass da das eben auch so ein bisschen abgerissen ist. Schöne Beispiele von Eternit sind in der Zeit ziemlich rar. Und es setzt dann eigentlich erst wieder in den 90er Jahren
Ende der 90er Jahre wieder ein, dass da schöne Architektur mit Eternit gemacht wurde und es wieder verstärkt als Gestaltungsmittel eingesetzt wurde. Ich habe einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht. Ich möchte gar nicht so doll auf jedes Einzelne eingehen, sondern einfach mal so einen Einblick geben. Das ist jetzt von Bert de Platzes von 2001, Christ und Gantenbein in Basel, ein Ateliergebäude, es ist ein Anbau. Das ist ein Personalrestaurant in Olten von der SBB. Das ist ein Beispiel aus Slowenien, ein sozialer Wohnungsbau. Das sind Einfamilienhäuser in Fribourg, ein Beispiel aus Österreich. Ich finde es eben auch ganz erstaunlich, was da für eine Bandbreite wo die Wellplatten angewendet werden, von Wohngebäuden bis, das ist die Hochschule der Künste in Bern, die eben auch schön Bezug nimmt auf diesen vorindustriellen oder diesen industriellen Charakter, wo dieses Gebäude steht. Ein Einfamilienhaus in der Westschweiz. Hier ist eben gespielt worden, auch mit diesen Vor- und Zurücksprüngen. Das finde ich eben auch noch so interessant, dass es so ein Material ist, was so vielseitig einsetzbar ist. Also eigentlich wirkt es erstmal recht banal, aber durch diese verschiedenen Wellungen, wir haben das ja also es gibt ja zwei, eine eher großwelligere Form und eine kleinwelligere Form, was man damit für verschiedene Ausdrücke erreichen kann. Das ist eine Spezialanfertigung von Kadosch und Zimmermann, ein Werk von Swisspor, wo halt diese Corporate-Farben in der Welle aufgenommen worden sind. Also man kann auch die Platten mit der Farbe spielen. Eine große Wohnbebauung für Kies. Das ist ein Beispiel aus Biel. Aber auch so ganz einfache kleine Strukturen kann man damit gut hinbekommen. Und hier sind dann eben immer noch so spezielle Formteile eingesetzt worden, speziell für das Gebäude gemacht worden sind. Das ist die Mall of Switzerland. Da haben wir auch ein Muster da vorne liegen. Das ist wirklich extra dafür angefertigt worden mit einer unregelmäßigen Welle. Ein Beispiel aus Österreich, auch eine Freiform, die speziell für dieses Gebäude angefertigt wurde. Ein Beispiel von Herzog und Dümmeron, das ist die Talstation in der, ich sage es lieber nicht, als Nicht-Schweizerin, Reserruck, das ist bestimmt ganz falsch ausgesprochen, wo sie eben auch an Anlehnung an landwirtschaftliche Gebäude diese Talstation gestaltet haben. Das Restaurant und die Mittelstationen sind auch mit Eternit gestaltet worden. Ein ziemlich aktuelles Beispiel von Abra Achermann in Basel, Erlenmatt Ost, kennen bestimmt auch viele, wo eben auch mit diesen verschiedenen Materialien gespielt worden ist. Das ist eine Renovation von einer Turnhalle und auch ein ganz aktuelles Beispiel hier von der Green City in Zürich. Ich glaube, das zeigt eigentlich schön die Vielseitigkeit und Formbarkeit des Materials aus und zeigt auch diesen Raum für Entwicklung, Experiment, was dieses Material hergibt. Und ich finde eigentlich, in dem Zusammenhang müsste Eternit eigentlich nicht mit Ewigkeit übersetzt werden, sondern vielleicht eher mit Zeitlosigkeit. Und auf uns sind auch immer wieder eben, wir kriegen viele so Spezialanfragen für Freiformen oder wir hatten mal im Programm so eine ganz kleinwellige Eternitplatte, die eben dann aufgrund der neuen Technologie ohne Asbest nicht mehr so hergestellt werden konnte. Und deswegen haben wir ein Innovationsprojekt lanciert, zusammen mit meiner Kollegin, die da Projektleiterin war, die steht da hinten, die Sandra Grafinger. Also auch wenn Sie Fragen haben, können Sie sich auch gerne an sie wenden. Und wir haben da eben die Ergebnisse oder die vorläufigen Prototypen mitgebracht,
Die sind da hinten auf dem Kubus. Also wenn man sich was zu essen holt, dann sieht man die. Und wir haben so kleine Plättchen vorbereitet in grün, gelb und rot, die so wie so ein Ampelsystem funktionieren sollen. Und sie sind wirklich herzlich eingeladen, da abzustimmen, um uns vielleicht auch so ein bisschen zu sagen, okay, für uns könnte das eher in so eine Richtung gehen oder in so eine Richtung. Und also wie gesagt, das sind nur Prototypen, die gibt es noch nicht regulär, die sind noch nicht regulär im Standardsortiment. Aber schauen Sie sich doch mal an. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Genau, und das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Ich möchte jetzt gerne das Wort an Patrick Kreckel übergeben, der zwei ganz tolle Projekte mitgebracht hat. Und ja, vielen Dank. Danke. Entschuldigung, das sind die beiden Standardprodukte, die wir sowieso standardmäßig im Sortiment haben. Und das sind jetzt mal zwei neue Wellen, die sich so ein bisschen an der Geometrie orientieren von der kleinen Welle, die es damals gab, die OP28. Und ja, genau. Super. Entschuldigung. Danke dir, Christine. Hallo zusammen, freue mich, euch zwei Projekte vorzustellen, die nicht unterschiedlicher sein könnten, wo wir auch Ethernet eingesetzt haben. Der erste ist ein Ersatzneubau oberhalb von Lausanne. Es waren drei Wohnungen im Stockwerkeigentum, die private Herrschaft, um 2010 zu uns gekommen. Sie gerne ein bestehendes Einfamilienhaus ersetzen möchten durch drei Wohnungen oberhalb von Lausanne, gerade so Zone zur Landwirtschaft und zu Einfamilienhausquartier. Und uns kam so als erster Mount Roraima in den Sinn, in Südamerika, über dem Nebel, unten die Stadt, ein Monolith, der relativ unabhängig vom bebauten Einfamilienhausstruktur gesetzt werden soll. Hier sehen wir es nochmal. Parzelle dreieckig, immer so gewisse Schwierigkeiten und Möglichkeiten aber auch möglich sind. Wir haben uns entschieden, wie schon erwähnt, mit dem Mount Roraima einen Monolithen zu gestalten, der präsent an der Straße liegt. Es ist so ein Schleichweg in die Stadt runter. Wir kamen rasch auf Ethernet, gerade auch die Übergangszone von Landwirtschaftszone, wo man noch diese Bilder hat von diesen einfachen Stallgebäuden oder Unterstände für die Traktoren, die mit Welletanit bedeckt sind. Wir haben versucht, die normale Standardformat einzusetzen, ein textiles Erscheinungsbild zu generieren, indem wir die Fugen oder die Öffnungen ignorieren. Es soll einfach wie eine Haut sein, die sich über das Volumen deckt. Und danach die Öffnungen eingeschnitten werden. Wir haben auch, die Platte ist die Rohplatte. Wir haben diese sogar aus der Werkhalle kurz vor dem letzten Beschichtungsvorgang der Urnen bei Ethernet haben wir die Platten weggenommen, um nicht die Lasur zu erhalten. Also das ist wirklich brüt. Danach gab es viele Diskussionen, wie wir die Platte trotzdem schützen können gegen allzu starke Verwitterung. Und so war es eigentlich wichtig, dass es trotzdem monolithisch beibehalten wird, Ausdruck. Und konnten dann mit dem Maler, mit dem wir oft zusammenarbeiten,
arbeiten, eine Kartoffelstärke applizieren, die historischerweise früher angewendet wurde, um Objekte im Außenbereich zu schützen. Wie ihr schon seht, sind die Erschließung geschieht sozusagen über die Außenfassade. Erdgeschosswohnung wird hier im hinteren Bereich erschlossen. Erstes Geschosswohnung in der Mitte zentrisch und dann die letzte Wohnung am Ende. Hier noch einen kurzen Schnitt. Treppenhaus außen an der Fassade. Dies soll dazu bezwecken, dass man schon, wenn man aus seiner Wohnung kommt, schon Teil vom öffentlichen Bereich ist, dass man schon sieht, was für Wetter vorhanden ist. Obwohl ein Lift vorhanden, sollte hier auch die Begegnungszone sein für die Mitbewohner, hier ein bisschen einen größeren Eingangsbereich, um so schon die Kommunikation im Haus und mit der Nachbarschaft fördern. Der Grundriss ist eigentlich auch so ein bisschen monolithisch aufgebaut mit einem Nasszellenkern, Badezimmer, Küchen, einer außenliegenden Loggia, also eine Loggia. Dies wird dann stark charakterisiert durch die Eingänge. Hier haben wir einen privativen Bereich in der hinteren Zone. Die Loggia wandert nach vorne, um mit dem Wohn-Essraum schmelzen zu können. Und im obersten Geschoss ist der zurückversetzte Attika-Geschoss mit einer südlich liegenden Terrasse und die Zimmer, die hier an der Südfassade sich entlang perlen. Das sieht dann so aus, Stockwerkeigentum ermöglicht mit der Bauherrschaft individuell Materialien zu besprechen, zu diskutieren. Hier ein Anhydrit, Weißputz, ein bisschen die Volumetrie, die Geometrie vom Außengebäude im Innenbereich aufzunehmen, mit dieser felsenartigen Volumen, der im Raum steht. In anderen Wohnungen wurde eher Materialisierung thematisiert, mit Holzriemen, roher Beton, rahmenlose Türen, Holztüren. Weshalb auch Ethernet, obwohl hier ist die rohe Platte, hat man. Man sieht kleine die Struktur, aber wir finden vor allem auch spannend die Optik, wenn man einen Schritt zurückgeht mit dem Sonnenlicht. Das ist ein Element, das sehr lebhaft ist. Man sieht die Schatten klar, man sieht je nachdem mit den Wellen gibt es diese Helligkeitsunterschiede. Wir haben auch versucht, das Material im Innenbereich erlebbar zu machen, indem wir im Fenster, im Sturzbereich, die Ethernetplatte über die Rahmen gezogen haben und dadurch eigentlich auch im Innenraum durch die Schatten eine Art Ornament generieren zu können. Genau, wir gehen über den Röstigraben nach Dübendorf, eingeladener Wettbewerb 2012, zweistufig, den wir gewinnen konnten auf dem Zwicky-Areal. 215 Wohnungen, knapp 2,5 Quadratmeter Gewerbe- und Büroflächen. Wo ist Zwicky-Areal? Wir sind mitten in der Glattalstadt zwischen Greifensee und Flughafen Kloten. Nochmal suchen, hier ist das Zwicky-Areal. Die Glatt, die hier durchfließt.
heißt, wir bauen, was von der Architektengruppe Krokodil, ich denke, ihr kennt es, vielleicht sollte man sich nochmals ein bisschen bewusst sein, was hier im Norden von der Stadt los ist. Es wird eine Stadt gebaut, wo sich die Gemeinden zusammenwachsen. Wenn man ein bisschen reinzoomt, sind wir an einem Ort, wo sehr schwierig ist, urban ist. Wir haben das Sportzentrum Herrenschürli hier unten. Hier einen Streifen Naturschutzzone Allmend-Stettbach. Hier die Industriezone mit den Möbelhäusern. Die sechsspurige Kantonsstraße, Zubringer zur A1. S-Bahn-Viadukt, Stettbach, Winterthur, Uster. Zwei bestehende schützenswerte Arbeiterhäuser, die ersten im Glattal. Die Glatt, die direkt an das Bauparzelle anstößt. Und dann auch im nördlichen Bereich das Zwicky-Areal mit bestehenden Industriebauten und den Neubauten, den 8 Baufeldern, die in Etappen bezogen wurden. Wir waren die letzte Etappe, die jetzt eigentlich das ganze Zwicky-Areal abschließt. Wie ihr schon seht, Lärm ist Hauptwort in diesem Projekt. Wie kann man bauen, verdichten an diesem Ort? Wir haben uns länger damit befasst, wie man die Grundrisse entwerfen kann, auch intensiv mit der Fachstelle für Lärmschutz vom Kanton Zürich zusammengearbeitet. Wir haben lärmseitig jeweils die Küchen- und Erschließungs angesetzt, im südlicheren Volumen sogenannte Lärmlodgers. Vom vertikalen Erschließungskern kommt zuerst in die Loggia rein und erst dann über diesen rein, in die Wohnung rein, um diesen Lärmlodger, wie der Name schon sagt, zusätzlich zu animieren, mit Programm zu füllen als Eingangszone für die Wohnung. In diesen drei Kernen, wo die Lärmproblematik ein bisschen geringer ist, punktuell organisiert mit den Zimmern um einen Sanitärblock herum. Kurz reingezoomt in diesen durchgehenden Wohnungen, wo man durch die Loggia in die Wohnung reinkommt, die 3,5-Zimmer-Wohnung in einen hinteren Bereich mit Reduit-Bad, 2 Zimmer, ein bisschen Schallzimmer, der offene Wohn-Essbereich, der mit einem Balkon innenhofseitig abgeschlossen wird. Zweizimmerwohnung fehlt eigentlich diese. Immer Spitzwohnungen, schwierig schlafen im ruhigen Innenbereich. Hier ein Enfilade, Eingangsbereich, Küche, Essnische, Wohnbereich zum ruhigen Innenhof. Hier noch ein Beispiel. Von hier in der Mitte von der Siedlung, Sanitärraum, der Wohnen und Essen trennt und die Küche somit nicht in den Raum gestellt wird, sondern eher so als Korridor zwischen den zwei Wohnbereichen funktioniert. Hier in ähnlicher Weise das Gebäude mit den meisten vis-à-vis haben wir Loggias eingeschnitten, in das Volumen mit Eingangsbereich und einer privaten Zone und wieder die Küche ein bisschen abgetrennt vom Wohn-Essbereich. Noch ein paar Bilder dazu. Materialisierung ist im Riegel mit den Lärmlodgers Anhydritboden. Eine Wohnungstrennwand und Decke lasiert. Im ost- und westlichen Gebäude Eichenparkett,
dunkel geölt, graue Wohnung, Küchen. Hier ist die Wohnung mit der eingeschnittenen Loggia. Wo man auch so die Tiefe spürbar macht zu den Nachbarshäusern. Soweit dann die Wohnungen, Erschließungskerne, verstehen die Erschließungskerne als Aufenthaltszone, Beton Typ 2, Lasur, Orange, Bronze. In den Hofbauten leicht veredelt, Holzhandlauf. Das war der Innenbereich, jetzt zur Fassade. Die war sehr komplex, auf diese verschiedenen Nachbarschaften zu reagieren, um dem Amt für Lärmschutz, Fachstelle für Lärmschutz, Antworten zu geben für die offenen Fragen. Nochmals kurz eine Übersicht. Die Begrünung ist hier ein bisschen sehr intensiv ausgeführt, eher eine urbanere Struktur. Wir haben versucht, die Fassade gegenüber dem Außenbereich anders zu behandeln als die ruhigen Innenhöfe. Wir haben im sechsspurigen Straße hin haben wir eine Metall-Glas-Fassade. An den seitlichen haben wir Eternit und vorfabrizierte Betonelemente und entlang von den Balkönen im Innenhof. Das Gebäude komplett ist Fassade, Kompaktfassade verputzt. Weshalb diese Strukturierung ist eine Fassade, hier sehen wir es. Weshalb ist eine starke Strukturierung? Zuerst wollten wir die Schichtung, wir sind direkt neben der Glatt, also die Ablagerungen vom Flussbett thematisieren mit den horizontalen vorfabrizierten Betonstreifen. Darin sozusagen dazwischen die Wohnebene, wo sich der Mensch bewegt, dort ein textiles Material, die ondulierte Fassadenzementplatte, zusammen mit den Vorhängen eine Schicht bilden sollte, die vorfabrizierten Betonelemente leicht abgewinkelt, um möglichst die Lärmemissionen zu streuen, zu reflektieren, zu brechen. Das ganze System ist hier hinterlüftet. Hier ist die Fassade mit der Kompaktfassade im Innenbereich. Konzept stand, wir haben sehr schnell ein Mockup aufgestellt, ein halbes Jahr vor Baubeginn und konnten hier 1:1 probieren, die Farbnuancen ausprobieren, die Wellgröße testen. Studieren, wie die Platte am Laibungsblech aufhören soll, mit dem Berg nach unten oder wieder aufkommend. Zur Fensterlaibung, was passiert mit den Farben im Regen, im Sonnenschein, sind alles wichtige Themen, die wir analysiert haben. Wir haben uns entschieden, die Platten zu streichen, mit aber weniger Pigment als normalerweise. Wir haben nicht versucht, so diese Struktur zu sehen, weil diese Struktur, die sieht man nur, wenn man nahe dran ist. Wir haben 8-9 Geschoss hohe Bauten, Infrastruktur rundherum. Wir mussten Materialien finden, Ausdrucksarten, die vom Zug, von der Autobahn Wirkung zeigen sollen. Immer im Zusammenhang mit allen anderen Materialien, die noch an der Fassade vorhanden sind. Also wir konnten der Bauherrschaft
keine Photoshop-Materialisierungen zeigen, sondern 1:1 Fotos, wie es kommen soll. Die hinterlüftete Eternitfassade wechselt sich ab mit den vorverzierten Betonelementen, die zuerst gesetzt wurden, danach eine Aluminium-Unterkonstruktion und die zweite Lattung aus Holz, wo wir jetzt später sehen werden, weshalb wir dieses Holz gewählt haben und nicht nochmals ein Aluprofil gewählt haben. Die Paneele kamen schon mit dem Insektenschutz fertig auf die Baustelle. Auch zu erwähnen ist, dass es ein leichtes Material ist. Ein Handwerker, der es verschieben kann, die ganze Logistik ist einfach auf der Baustelle. Unsere Bauten haben gegen außen keine recht 90-Grad-Winkel. Das heißt, alle Eckelemente wurden auf Maß speziell hergestellt. Befestigung ist immer eine große Diskussion. Möchte man es zelebrieren? Möchte man es verdecken? Wir haben uns für einen Linsenkopf mit Torx-Einsatz in der Unterlagsscheibe erschienen. Zusammen mit Domenico Mezzatesta war das auch ein langer Prozess. Was möglich ist mit flachen Platten und mit Welletternitplatten ist die Befestigungsart ein bisschen komplizierter. Deshalb eigentlich die Holzunterkonstruktion, um damit diese Schraube verwenden zu können und nicht eine normale Sechskantkopfschraube benutzen zu müssen. Denkt ihr sicher, ob wir das tatsächlich die Farbe vom anderen Eternitplatte bei dieser Eternitplatte angeschraubt habe, obwohl ich vorher gesagt habe, dass man die Fassade im Detail ja so eigentlich nicht erfasst. Das waren die Handwerker, die da noch selber konzeptionell ein bisschen weitergearbeitet haben. Das sieht dann konkret so aus. Im Osten Richtung S-Bahn-Viadukt. Hinterlüftete Fassade. Hier sehen wir noch die Fenster im Treppenhaus sind unten verglast. Hier dahinter versteckt sich die Küche. Gegen Süden die Lärmloggias, die verglaste Fassade gegenüber die Hauptstraße. Auch hier das Programm wollten wir ablesbar machen. Hier der Atelierräume, hier Büroräume und oben das zurückgesetzte Wohngeschoss. Richtung Autobahnzufahrt wieder die strukturierte Fassade. Ist hier sehr schön zu sehen mit den Vorhängen, das ist ein Spiel zusammen mit den Vorhängen von den Loggias, dieses Textile. Diese Farbnuancen, obwohl es nur eigentlich applizierte Farbe ist, finden wir extrem schön. Die Schattenwürfe, die Tiefe, Tiefenwirkung vom Material. Im Erdgeschoss sind auch vorfabrizierte, vertikal strukturierte Betonelemente. Im Innenhof sind die Bandbalkone mit den vertikal verputzten Besenstrich. Glattseitig Stirnseiten mit den verputzten Flächen. Das ganze Areal ist zusammengefasst mit einer unterirdischen Tiefgarage. Das Grundwasser ist sehr hoch. Das ermöglichte uns mit Fabian Haag, dem Landschaftsarchitekten, eine sanfte Uferlandschaft zu kreieren, im öffentlichen Weg, im halbprivaten Innenhof. Die Landschaftsarchitekten sind jetzt noch zusammen mit dem Kanton, diese Uferzone
neu zu gestalten. Noch ein paar Eindrücke. Der hintere Riegel, die abgezackte Form ermöglicht, dass man von jeder Wohnung auf die Glatt runter sieht. Dann kam Corona. Die Baustelle ist gerade knapp fertig geworden. Ein paar Storen blieben irgendwo in Italien hängen, aber sonst konnten wir direkt noch vor den Maßnahmen auch die Wohnungen beziehen. Dieses Jahr 1. März und die letzten 1. Juni. Im ganzen Frühling während der Corona-Zeit war die Bezugszeit und auch die Endzeit von der Baustelle. Das war zum Glück... Wir sind gerade noch so durchgeschlüpft und auch Hochzeiten wurden wahrscheinlich annulliert, aber Fotos wurden trotzdem. Danke euch für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank den zwei Referenten, Patrick Kretschel, Christine Dietrich, auch Ihnen ganz herzlichen Dank, liebes Publikum, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Auch vielen Dank den Menschen, die zu Hause oder im Büro per Livestream das mitverfolgt haben. Jetzt, wie gesagt, gibt es noch die Möglichkeit, die Muster anzuschauen, abzustimmen über die möglichen neuen Produkte von Eternit und natürlich auch die Brownbags zu fassen. Vielleicht ist es am besten, wenn man so von vorne dann nach hinten den Ausgang sucht und dann hoffentlich auch mal wieder zu uns zurückkommt, zum Beispiel am nächsten Donnerstag an einem Brownbag Lunch Plus, wo es zuerst einen Brownbag Lunch gibt um mittags mit der Firma Blumer Lehmann und Udo Tönnissen, der ja diese Holzverbindungsausstellung bei uns realisiert hat. Das ist in einer Woche, es hat noch freie Plätze. Melden Sie sich doch an, es wird sicher ganz ein spannender Anlass mit genau einem zweiten Teil einer Werkstatt, wo man so eine digitale Urhütte noch zusammenbaut. Sie können sich für den einen oder für beide Teile anmelden. Und ja, in dem Sinn einen ganz schönen Nachmittag miteinander und auf Wiedersehen.